Herzlich willkommen im OVB Druckzentrum. Mit einem Investment von 16 Millionen Euro ist eines der modernsten und energieeffizientesten Druckzentren Deutschlands entstanden. Hier werden diverse Printprodukte mit einer Gesamtauflage von über 1 Million Exemplaren pro Woche, allen voran die OVB Heimatzeitungen, gedruckt und weiterverarbeitet. Wir drucken im Offset-Druckverfahren. An 2 Laser-CTP-Plattenstraßen werden die Druckplatten hergestellt und dabei so belichtet, dass Druckfarbe nur an den zu bedruckenden Stellen haftet. Die zu belichtenden Zeitungsseiten werden aus dem Medienhaus digital an das Druckzentrum übertragen. Der Druck auf das Zeitungspapier erfolgt indirekt über ein zwischengeschaltetes Gummituch. Die Farben Cyan, Magenta, Yellow und Key, also Schwarz, werden nacheinander in der genannten Reihenfolge auf das Papier gebracht. Die Druckqualität wird laufend während der Produktion überprüft. Wichtigstes Werkzeug dabei ist das menschliche Auge. Mit erfahrenem Blick und einer Lupe kontrolliert der Mitarbeiter Farbe und Passer. Die moderne Steuerzentrale erlaubt die sofortige Nachregelung. Bis alles perfekt stimmt, werden fehlerhafte Ausgaben automatisch aussortiert und dem Recycling-System zugeführt. So gelangen nur optimal gedruckte Zeitungen an unsere Leser. Im Falzapparat laufen alle Seiten zusammen und werden in Bruchteilen von Sekunden zu einer fertigen Zeitung verarbeitet. Bis zu 35.000 Zeitungen je Stunde können an der vollautomatisierten Beilagenmaschine mit bis zu 11 unterschiedlichen Beilagen bestückt werden. Jetzt ist die Zeitung fertig zur Kommissionierung. Jedes Paket wird systemgesteuert nach Stückzahlen und Beilageninhalt individuell für jeden unserer Austräger zusammengestellt.
Mehr als 20 Fahrer und über 500 Zeitungsträger sind ab ca. 23 Uhr die ganze Nacht damit beschäftigt, die Pakete an den richtigen Ort und frühmorgens zu Ihnen nach Hause zu bringen. Von der Papierrolle bis hin zu Ihrer OVB-Heimatzeitung am Frühstückstisch. Das ist das OVB-Medienhaus und sein Herz, das Druckzentrum.